Auch Sie sind heute hier dabei, vor dem Landes heute, bei der Protestkundgebung der Vorarlberger Ärzte gegen die Gesundheitsreform. Warum sind Sie heute hier dabei? Was spricht gegen die Gesundheitsreform oder was ist das Problem damit? Ja, das Problem an der geplanten Gesundheitsreform ist, dass diese zu einer erheblichen Verschlechterung der Versorgung im Lande führen würde. Einerseits zu einer Verschlechterung im ärztlichen Bereich, andererseits auch zu Leistungsverschlechterungen für die Patienten. Im ärztlichen Bereich vor allem dadurch, dass mit 5 Jahresverträgen keine entsprechende Infrastruktur in den Praxen mehr geschaffen werden kann. Damit natürlich ohne entsprechende Infrastruktur würde dies auch zu einer erheblichen Qualitätsverschlechterung in der Behandlung und der Versorgung der Patienten führen. Ein weiterer Punkt ist, dass mit den Einsparungen auch etwa 60 oder über 60 Vertragsarztstellen gekündigt werden oder gekürzt werden sollen. Dies würde zu einer massiven Verschiebung in den Spitalbereich, in den Ambulanzbereich führen, die jetzt schon überlastet sind und natürlich zwangsweise auch zu einer Verschlechterung der Versorgung der Vorarlberger Patienten führen. Unser Gesundheitssystem ist schwer krank, muss saniert werden. Die Regelung, die jetzt von der Bundesregierung versucht wird, ist eine Husch-Pfusch-Regelung, geschieht ohne Mitarbeit oder geringe Mitarbeit der Ärzte und das kann nicht sein. Wenn diese Veranstaltung zu keinem Ergebnis führt, werden sicher auch noch andere Aktionen folgen. Ich bin hier, weil die Gesundheitsreform keine Gesundheitsreform ist, sondern Sparen am falschen Weg. Es wird in Wien eine Holding gebaut, wo verdiente Funktionäre versorgt werden. Für mich geht die Gesundheitsreform eindeutig Richtung Moskau, Richtung Zentralisierung, Richtung vergangener Strukturen. Sie kommen aus Kaschuren. Es geht ja auch vor allem gerade um die niedergelassenen Ärzte in den Talschaften, die in nicht so strukturstarken Regionen angesiedelt sind, die hier auch betroffen sind. Sehen Sie da auch gerade an Ihrem Standort damit ein Problem? Die Diskussion um die Hausapotheke und auch die jetzige Diskussion wird nur auf dem Rücken der Kleinen abgetragen. Wenn jemand nach Bludenz oder Schruns fahren muss, Medikamente holen, nur weil wir billiger verkaufen und die Apotheker die bessere Lobby hat, dann geht das in die falsche Richtung.